Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Astroneer. Schön, dass ihr dabei seid. Dabei sein, frei sein, glücklich sein. Schnappt euch ein Käffchen. In der letzten Folge haben wir auf Kalidor die Mission von dem Bahnhof da freigeschaltet. Und in dieser Folge, ich habe in der letzten Folge mal wieder hart übertrieben, wir haben den Bahnhof gesetzt. Wolframit geholt, das haben wir noch gar nicht ausgeladen, das müssen wir noch tun. Und ja, machen jetzt die Bahnhofsmission. Die wir jetzt hier halt machen. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht übertreiben. Oh Junge, dieses Ding, ne? So. Jetzt müssen wir halt die Pilze, meine Fresse, Alter, ich will den Pilz da drauf haben. Die Pilze sammeln. Ich glaube, dass hier unten dran ist. Ein Forschungsding, ne? Forschung ist ja schon immer wichtig gewesen. So, und dann holen wir doch die Forschungsdinge auch ab. So. Da sind auf jeden Fall noch zwei Pilze. Oh Mann, das wird ja haarig, alle Pilze da rein zu fummeln. Also am besten, ich mache denn eine Route nur Pilze. Mit den zweien habe ich jetzt hier schon mal dry. Und dann packe ich alles weg, sodass ich 5 Waggons voll Pilze habe. Und dann machen wir mal eine reine Pilzorgie. Immerhin. Immerhin können wir das easy peasy machen, weil wir ja schon alles gemacht haben. Wir sind ja quasi schon unten. Aber es scheint mir so langsam allmählich, dass wir überall so einen Bahnhof kriegen. Natürlich auch geil. Weiß nicht, ob wir so einen Pilz auch einpacken können. Das wäre natürlich noch easy. So. Den Schredder, den packen wir erstmal runter. Die Forschungskammern. Packen wir auch runter. Den Packer würde ich mir noch mitnehmen, ehrlich gesagt. Und den noch mal da runter. So, ich brauche nur 7 Pilze. Wenn ich jetzt die Pilze da unten alle auf der Ecke finde und die noch packen kann, dass sie nur halb so groß sind. Ich habe 3 Packer mit. Ah, ich bräuchte 4 Packer, ne? Bräuchte ich noch einmal Graphit. Na gut, vielleicht finde ich hier unterwegs einen ganz kleinen Schluck Graphit irgendwo. Wenn ja alles sein, dann würde ich nochmal Graphit mitnehmen. Ansonsten. Das ist kein Graphit. Zumindest habe ich das jetzt nicht als solches erkannt.
riecht die da hinten in dem Pilz, sag ich mal, so extrem? Ja. So. Dass ich auch immer mit vollem Rucksack reise, ne? Es ist halt auch echt knietendämlich, warum ich sowas mache. Rappelvolle Ding. Aber gut, wir wollen ja hier auch Pilze besorgen. Ja, genau. Bleib genau an der gleichen Stelle liegen. Da, ja, Alter, das ist ein kleines Ding. Da bleibt man natürlich stecken. Wo ist die scheiß Bahn? Alter, wo ist die scheiß Bahn? Bahn verbummelt, Alter. So, ein noch. So, dennoch zwei. Den lag auf jeden Fall noch einer, den nehme ich gleich mal rüber. Den nehme ich auf jeden Fall gleich mal mit rüber. Ja. Dieses Dü-Dü, das ist auch echt ein Geräusch, ne? Könnte man echt komisch bei werden.
Boah, hier ist so viel Zeug immer im Wege, ne? Die Orientierung bei auch bei der Kameraführung, die ist echt schwer. So, da haben wir das nämlich auch erledigt. So, Abflug. So, und dann oben mal den Rucksack leer machen. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Also es gibt bestimmt nur wieder... Wie kannst du dich verstellen? Du hast dich jetzt nicht bewegt, ne? Will ich dir auch raten, Kamera, Alter. Das will ich dir auch raten. Gut. Klick. Klick. Also, Rucksack leer machen. Rucksack leer machen. Und Pfeilerpaket. Och Mensch, Leute. Pack ihn da doch ran, Mann. Hier muss ich auf jeden Fall eine Rakete packen. Mach ich mal gleich, bevor ich die Scheiße wieder vergesse. Wo ist denn die Rakete? Warum steht die denn jetzt dort? Genau. Genau, ich stelle jetzt die Rakete weg, um dieses klitzekleine bisschen Wolfram zu bringen. Junge, Junge, Junge. Ich weiß, mein Gemecker ist manchmal scheiße, aber ich muss auch mal ein bisschen maulen. So. So, diesmal haben wir aber sehr viel Wolfram. So, und dann muss eigentlich das Bahnpfeiler-Paket oder die Pakete bekommen. Das kommt eigentlich direkt in Schredder. Achso, und der Packer. Und Abflug. Auf die letzten beiden holen. Und nehmen wir die Dynamitstange von unten gleich noch mit. Ja, das Reisen zu wiederkehrenden Orten mittels der Eisenbahn ist schon entspannt.
und dann wurde die Mocke von Motte von dem Licht dahin angelockt, also ich. Aber wieder dieses Fump. Nun war ein mehr mit als wir müssen. Wenn wir hier eh schon mal sind, dann kann ich auch noch einen oben haben. So, das haben wir gut. Und Abflug. Sehr, sehr, sehr schön. Das passt. Nö. Und wieder gleich noch eine Batterie gebogen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also was heißt, es wird die nächste Mission kommen. Jetzt sind wir so ein bisschen, ja, eine Mission nach der anderen, weil wir nun wirklich vieles erreicht haben. Und auch mit der Eisenbahn echt am Stissel sind. Wir haben auch uns die Planeten wirklich gut angeguckt. Also es ist jetzt, jetzt können wir so langsam mal durchstoßen ins Late Game. Ne? Das ist halt einfach so. Uns die Mühe das rummachen. Ins Late Game durchstoßen, das ist, glaube ich, cool. Zack. So, mysteriöser Pilz haben wir auch erledigt. Nächster. Astronium. Hydrazin Jetpack. Und. Das heißt, wir sollen dich jetzt hier sprengen, oder was? Boah, 32, ehrlich? 32, während da zwei aus dem scheiß Pilz kommen? Boah, krass. Aber gut, da unten kann man bestimmt auch geil fliegen, so, ne? Ist halt geil, so. Jetzt ist halt echt bin geil. So, die kleinen Batterien, da ich ja hier schon eine ganze Bank voll habe, werde ich die tatsächlich auch mal mitnehmen. Da brauche ich die bestimmt auch gerade nicht. Ja, und hier sicherlich auch nicht. Nehme ich die mal in meinem Flugobjekt mit hier. Sucht der da eigentlich? Was sucht der da eigentlich? So. Den könnte man eigentlich auch schreddern, ne? Ah, das noch hinter sich.
So, Astronium. Dann können wir das da auch schon mal einfüllen. So, da haben wir 5 Astronium. So, und dann würde ich jetzt hier einen Haufen Sprengstoff benötigen. Das heißt, wenn da jetzt angenommen, da sind 2,5 drinne pro mal 3 mal 2, 2,5. Macht also für 5, 2, für 10, 4. Also 12. 12 mal Sprengstoff. Boah, macht also Sprengpulver, soweit das Auge reicht. Oh Mann. Müssten wir nochmal Schwefel besorgen, wa? Schwefel! Das kriegen wir nur von Atrox, glaube ich. So, aber dann besorgen wir jetzt erstmal so ein bisschen das Stronium, aber wir besorgen das unten direkt. Wir besorgen das ganz direkt, wir springen die Dinger da einfach alle unten und fertig, glaube ich. Das Stronium. Also dann ist das doch schon eine fettere Mischung, sag ich mal. Und ich schaffe mir das in der Folge. Wir müssen ja nur noch ein Grünzeug besorgen. Gut, das können wir auch aus Erde machen, dieses organische Zeug. Da kriegen wir 8 Stück. Macht 4 Bomben. Ja, ein paar Bomben habe ich jetzt mit, glaube 3 oder so, ne? Können wir 3 sprengen? Dann auch immer noch mit hochnehmen, ne? Oder wir sprengen, wir legen mal 3 auf den Haufen und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Wir legen mal 3 auf den Haufen und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Erstmal Kompass. Gut, sehen wir. Thank you.
Also gut, bringt gar nichts. Mal auch nur einer? Ich meine, nur einer ist hart, ne? Nur einer ist ganz schön hart. So, machen wir doch gleich fertig doch, die Scheiße. Tatsächlich, hier ist nochmal eine Kiste. Aber ich will jetzt keine Kiste sprengen. Ich will diese anderen Teile da sprengen. Ganz einfach. Die da. War schon. Nur das mit. Ich kann es doch eh nicht lassen. Ich nehme alles mit. So. Erstmal nochmal fixe Bahn. Achso, ich brauche bestimmt gerade diesen. Meine Fresse, wo ist diese bekloppte Bahn? Man denkt sich immer, ach, man guckt mal schnell denn nach oben und findet die Bahn schon. Und Scheiß, was macht man? Das Ding schon wieder. Direkt ran und springen. Nicht drüber nachdenken. Oh, 32 Astronium, das ist schon eine Tortur denn. Ich meine, wenn drei drin sind, dann geht's, ne? Aber wenn nur einer drin ist. So. Ich will doch hier nicht. Ich will doch zur Bahn. Give me the Bahn, Mann.
So. Wollte ich schon sagen. So. Schwefel besorgen. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir schon mal das bisschen Estronium abliefern, was wir haben. Schon mal wieder ein bisschen was schreddern an Zeug und ja, Astronium-Beschaffung wird jetzt natürlich uns erstmal beschäftigen. Bisschen. Bis ich da alle Pilze zusammen habe, wenn da einer rauskommt, sind da 32 Sprengungen. Na gut, wir haben ja schon ein paar, ne? Aber boah. Ich hoffe, das geht nicht so langsam. Gut, mal ein, mal drei, also im Durchschnitt zwei. Also 16 Sprengungen. So, 4 haben wir jetzt gemacht gerade. Rechnen wir mal noch 2 dazu. Macht also 6 Sprengungen von 16. Macht also noch 10 Sprengungen. Vielleicht zweimal Schwefel mitbringen. So, packen wir den dann mal wieder rauf und den sowas da rein. So, und dann können wir das gleich schon mal ein bisschen hier unsere Handelsplattform befestigen. Nehmen wir den da noch mit. Sammeln wir schon mal für später den Bums. Sammeln wir schon mal für später. Und hier brennen wir auch schon mal für später. So. So. So, 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 so. Diese ganze QRTG-Scheiße, was ist damit? Wo sind die alle? 2, ne? Was ist das eigentlich? So, persönlicher Fortbewegungsgegenstand. Ja, doch, das ist cool. Das ist okay. So, RTG. Achso, einen hatte ich verbaut. Ich besorge mir mal ein bisschen Schwefel. Artbox müssen wir dafür, ne? Können wir gleich den einen RTG wieder aufbauen. Nehmen wir da jetzt wieder mehr haben und immer Stück für Stück. So, RTG.
Da müssen wir ein Artbox. Mal gleich rüber hoppen. Gleich ein bisschen rüber hüppeln. Mal hier. Aber gleich. Guck mal, haben wir richtig schön viel Dinge. Okay. Können wir gleich wieder rüber. Wir hatten Schwefel auf Vorrat gebracht, ne? Nicht so. Und rüber. Und Abflug. So. Und dann sprengen wir die Welt da unten. Den hatte ich leider nicht gesehen, sonst hätte ich den da auch gleich drüben ausgepackt. Sehr schön. So.
So. Mal ein bisschen Dynamit. Machen. So, und dann fahren wir mal runter und dann gucken wir mal, wie es mit dem Jetpack so aussieht. Weil ich glaube, das hält sogar eine ganze Weile. Da könnte man schon einiges mit einsammeln, wenn der Rucksack gut leer ist. So. Ich lasse auch alles Unnötige quasi da. Brauche quasi die Batterie nicht, brauche keinen Strom, ich brauche nur Sauerstoff und das Jetpack. Und das habe ich ja dann dabei. Und den Rest machen wir leer. Und dann hoffen wir, dass die Ausbeute da mit unseren Bomben ganz okay ist. Warte mal, so 4 Sachen kriegen wir raus pro Sprengung. Das heißt, ich kriege aber maximal 4, 8 und 3, ich krieg maximal 11 mit. Das heißt, gut, ich kann also maximal 3 Sprengungen machen, das heißt 3 Bomben. Maximal 3 Bomben. Wenn ich denn alles hier lasse, was ich sowieso nicht brauche. Was das sind? Erdkanister, die Battery und tatsächlich 2 von diesen Bomben. Dann haben wir es. Funktioniert ganz gut, so wie ich das mache, muss ich ehrlich sagen. Könnte echt schlechter laufen, ne? Könnte auf jeden Fall echt schlechter laufen. So. Okay.
echten Sprengmeister. Boom. Komm, verschwinde. So. Abflug. Bomben alle, Astronium aber auch gut geerntet. Sehr gut geerntet sogar. Ja, mit dem Jetpack geht es natürlich 100-mal einfacher, ne? Das muss man ja jetzt ehrlich mal dazu gestehen, ne? Das mit dem Jetpack ist easy peasy lemon squeezy. Gut, Leute. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich gebe das jetzt mal ab. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Am Anfang werden wir das sicherlich das gleiche noch machen. Und dann schauen wir, was aus der Aufgabe wird. Ich bin ja sehr gespannt. Bis dann. Tschüssi.